Bevor das Video losgeht, kommen wir natürlich zur Frage der Woche. Als erstes kommen aber die besten Antworten auf die letzte Frage. Ich habe euch nämlich letzten Freitag gefragt: Was war der lustigste Moment in meinen Videos? Ich habe ziemlich viele Kommentare bekommen und lese jetzt die, wie ich finde, besten drei vor. Diesmal waren die Antworten ziemlich eindeutig. Und zwar haben extrem viele Leute geschrieben, dass sie das "Ja, wo Season D's" am lustigsten finden. Hier noch ein paar Ausschnitte, wo ich das eventuell mal gesagt haben könnte. Let's go! Hä? Ja, wo Season D's? Und auf Platz 2 sind auch wieder extrem viele Antworten, die alle das gleiche meinen. Und zwar, wenn ich andauernd Zack sage, wenn ich zum Beispiel irgendwas platziere. Das könnte eventuell auch schon öfter vorgekommen sein. Hier auch nochmal ein paar kurze Ausschnitte. Zack, 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 zack. Irgendwann wurde es dann auch ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Und jetzt kommen wir auch schon zu Platz 1. Und zwar kommt der Kommentar diesmal von Ankara Pier. Die schreibt: Hashtag Frage der Woche, als du einmal das Hochhaus gebaut hast und am Anfang des Videos Stahl runtergefallen ist. Ja, stimmt, das ist gar nicht so lange her. Da hatte ich nämlich vor der Aufnahme was getestet im Spiel, hab aber dann vergessen, die Stahlbrücke, die ich in der Luft gebaut habe, wieder wegzumachen. Und dann sah das Intro ungefähr so aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer... Achso, ja gut. Das war jetzt nicht geplant. Und jetzt kommt natürlich wieder eine neue Frage der Woche. Was ist dein besonderes Talent? Und wehe, jemand schreibt, er hätte keins. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, die ihr natürlich immer unter dem Hashtag Frage der Woche in die Kommentare schreiben könnt. Falls euch das zu privat sein sollte und ihr nicht wollt, dass es andere sehen können, dann könnt ihr mir eure Antworten auch immer gerne über Discord oder Insta schicken. Und es wäre cool, wenn ihr einfach dazu schreibt, wenn ihr anonym bleiben wollt. Jetzt geht es los mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Polybridge 2. Heute bauen wir mal für die ganzen Autos eine Autobahnbrücke. Und zwar habe ich dafür schon einiges vorbereitet. Und zwar so eine kleine Schlucht. Hier ist so ein Stützpfeiler, damit wir das richtig schön stützen können und da richtig viele Seile spannen können, damit das Ganze eben richtig professionell wie eine Autobahnbrücke aussieht. Was bis jetzt noch nicht so professionell aussieht, sind diese komischen schwebenden Fahnen hier. Aber auch daran lässt sich noch etwas ändern. Und woran sich übrigens auch was ändern muss, ist an meiner Abozahl. Wie man sieht, kann man gerne meinen Kanal abonnieren. Das kostet nur einen Klick und unterstützt mich sehr. Also würde mich sehr freuen, könnt ihr gerne machen. Und jetzt geht's mal los, indem wir für diese ganzen Autos, die hier schon ins Meer fahren, eine Brücke bauen. Und zwar eine richtig geile, denn die ganzen Autos wiegen natürlich auch was. Also, erstmal brauchen wir natürlich einen Stützpfeiler in der Mitte, am besten einen recht großen. Damit fangen wir auch direkt mal los. Ich habe kein Plan diesmal, also nur halt ganz grob, dass ich in der Mitte einen Stützpfeiler habe. Aber sonst habe ich diesmal nichts großartig vorbereitet. Von daher bin ich mal gespannt, ob das Ganze am Ende funktionieren wird. Erstmal so ganz standardmäßig so ein kleines Gestell bauen. Genau, das dann hochkopieren. Ich denke, das macht Sinn. Einmal so. Dann werden wir ein bisschen kleiner. Und zwar einfach mal so, damit das ein bisschen realistisch aussieht, denn ich habe mich doch ein bisschen vorbereitet, indem ich mir ein paar Bilder angeguckt habe von realen Brücken, wie die das so machen. Und was gibt es Besseres für eine Vorlage als die realen Brücken? Denn die werden ja im besten Fall wohl wissen, wie man es baut. Genau, also einmal weiterbauen. Das hat ein Tuppes entworfen. So, jetzt geht's weiter. So, das sieht doch schön aus. Dann jetzt eben eine schöne Spitze draufsetzen, indem wir noch einmal das Ganze ein bisschen spitzer machen. So. Dann geht's hier. Noch ein, zwei nach oben. Das können wir nochmal kopieren. Genau, jetzt reicht's aber. Jetzt kommt hier einfach eine richtig geile Spitze dran. Einfach mal so. Und jetzt haben wir einen richtig geilen Tower, auf dem wir dann die ganze Brücke stützen können. Also mit Seilen, ne, die da halt so pyramidenförmig gespannt sind. So der Plan. Ich hoffe mal, der Turm hält an sich wenigstens. Sonst wäre das sehr belastend, wenn noch nicht mal der hält. Leute, alle paar Sekunden vergisst jemand, meinen Kanal zu abonnieren und dem geilsten Discord-Server der Welt beizutreten. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, weißt du ja, was zu tun ist. Abonniere meinen Kanal, komm auf meinen Discord-Server und kommentiere unter diesem Video. Das würde mich sehr unterstützen. Danke. Aber mit 4% Belastung bin ich da, glaube ich, recht gut dabei. Alles grün. Das ist nice. Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit der eigentlichen Brücke. Und zwar brauchen wir... Gute Frage, was brauchen wir? Nehmen wir verstärkte Straßen oder normale? Wir nehmen erstmal normale und gucken am Ende, ob es daran scheitert. So, dann einmal bis hinten. Zack, 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 zack. Und jetzt sehe ich gerade, diese dummen Fahnen sind ja immer noch da. Da muss man mal was dran machen. So, also die kommen einmal nach da hinten. Dann kann man die auch noch ein bisschen auseinanderrupfen. Denn die Autos sollen sich ja am Ende nicht stapeln.
Genau, dann bauen wir jetzt weiter an der Brücke. Und zwar... Nee, so kann es ja nicht halten. Hab ja noch gar nicht angefangen. Lull. Okay, also weiter geht's. Jetzt ist die Frage, wie macht man das hier in der Mitte? Soll ich das einfach mit Stahl einfach so machen? Das sieht man zwar kaum, weil die ganzen Stahlbalken ja mehr oder weniger ineinander sind. Ne, man sieht, was ich meine. Beziehungsweise man sieht's auch nicht. Denn genau das meine ich ja, dass man es nicht sieht. Ach, wieder richtig lost. Egal, auf jeden Fall hält das erstmal und jetzt geht's darum, das Ganze irgendwie zu stützen. Lass mich kurz überlegen, wir brauchen natürlich trotzdem so eine Dreieckskonstruktion da drauf. Aber wenn ich das jetzt nur mit Seilen verbinden würde, das wird doch nichts geben. Oder? Nee. Das reißt sich aus wie Kaugummi. Dann lassen wir uns eben was einfallen. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen direkt Stahl und versuchen es erstmal unten rum. Unten rum? Das hört sich ja voll pervers an. Naja, ihr versteht, was ich meine. Halt einfach mal von unten das Ganze ein bisschen stützen. Das Ganze kann man natürlich auch wie schlaue Leute machen, indem man das Ganze einfach kopiert und ganz oft dahinsetzt. So, dann haben wir hier noch eine, die fehlt. Eine Stange. Und jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Mal gucken, wie es ausschaut. In langsam wäre, glaube ich, besser. Genau. Die Stellen reißen, das ist klar. Aber der Mittelteil hält. Das ist toll. Dann können wir jetzt mal testen, wie es ist, indem wir nur zwei Kabel spannen. Und zwar einmal von hier nach da. Hallo? Geht das nicht? Es ist so ein Müll. Von hier nach da. Und von da nach hier. So, ich bin gespannt. Let's go. Belastung ist verdammt hoch. Ist es da gebrochen irgendwo? Nicht? Hä, da kommen ja schon die Autos. Als ob das so einfach wäre. Jetzt kommt die ganze Küste angefahren. Aber, ja, als ob das schon hält. Das wäre ja mega lost. Ja gut, hätte mich auch gewundert. Dann wäre das Video ziemlich kurz. Aber zum Glück hat es ja nicht gehalten, denn die Brücke soll ja auch geil aussehen. Und deswegen, lass mich kurz überlegen, machen wir einfach hier oben jetzt noch ein paar Kabel dran. Denn ich finde, Kabel halten besser als Seile, sehen besser aus. Also es gibt eigentlich nur Vorteile. Außer halt der Preis, aber mein Gott, im Sandbox-Modus ist der Preis so ziemlich das Unwichtigste, worauf man gucken kann. Also, mache ich noch ein paar Seile dran. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir erstmal einen Großteil verbunden. Bei denen hier ist die Frage, wo mache ich die fest? Einfach hier? Ist, glaube ich, sinnvoller, als wenn ich da jetzt so ein 10 Kilometer langes Kabel nach oben lege. So, dann bin ich gespannt. Hält das Ganze anscheinend nicht? Okay. Denn das Ganze schiebt sich hier zusammen. Das ist logisch. Dann mache ich einfach noch so ein Dreieck hin und fertig, oder? Einmal so. Ne, das macht gar nicht so viel Sinn. Merke ich gerade. Aber egal, wir testen es trotzdem. Und so, das sieht schon komisch aus. Dann gucken wir mal. Hä, das hält? 30% bei allen Autos? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja gut, das ging jetzt dann doch ein bisschen schneller als erwartet. Ich frage mich gerade, wäre das möglich, dass man irgendwie diese Brücke hochklappen kann? Dass die von irgendeiner Seite richtig weit nach oben klappt? Die Frage ist, wie ging sowas? Aber die Idee gefällt mir ganz gut. Mal überlegen. Ich mache einfach mal den Hydraulik-Controller an. Hydraulikphase hinzufügen. Dann kann ich jetzt auch so Schnittpunkte machen. Und jetzt mal das erste Seil mit Hydraulik ersetzen. Das wird aber wahrscheinlich eh viel zu schwer. Aber ein Versuch ist es ja wert. Ach, das reicht nicht, mein Gott. So, jetzt. Also, und? Oh je, das sieht knapp aus. Aber es könnte funktionieren. Also, ich würde sagen, das testen wir doch glatt mal. Also, einmal die Hydraulik vor die Autos, damit man mal was sieht. Und jetzt. Ach, das Ganze klappt hier? Ja, ich dachte eigentlich schon, dass das Ganze hier hinten klappt, ne? Was ist das denn? Ich kann ja einfach mal aus Spaß testen, ob das gehen würde, wenn ich das Ganze hier oben nochmal hinsetze. Dass dann das hier quasi dieser Drehpunkt ist und das Ganze dann so hochgezogen wird. Aber ich denke nicht. Ey, warte, das geht? Yo, was ist denn das?
Ey, das ist Kunst. Das sieht aus wie so ein Korkenzieher. Kennt ihr diese Dinger? Die so Arme haben? Ist ja lustig. Okay, lass mich kurz gucken. Das hier sah nicht so ganz stabil aus. Wenn ich das noch irgendwie stabiler hinkriege, indem ich einmal noch so das Ganze verbinde. Ja, ist recht gut. Ja gut, dass jetzt die Autos fahren, sowas nicht geplant. Ist ja hier eine Massenkarambolage. So, jetzt. Also, das Ganze hat recht gut funktioniert. Jetzt ist die Frage, ginge das nicht auch mit der Hälfte der Seile? Denn das sieht schon ordentlich bekackt aus, muss man sagen. Vor allem, wenn die Seile nach unten zur Straße gehen und nicht hoch zum Stahl. Also machen wir die einmal alle weg. Auf der anderen Seite auch, damit es symmetrisch aussieht. Und jetzt frage ich mich, können wir uns das nicht schenken? Das wäre viel geiler. Und die Hydraulik kann man sich auch sparen und versetzt die einfach nach da. Nee, nicht Stahl, sondern Hydraulik. So, genau. Und? Wie schaut's aus? Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Wo ist es denn gescheitert? Jetzt ist es da gebrochen, das juckt doch kein Mensch. So, also, einfach mal ein Seil, damit da Ruhe ist. Und jetzt? Das Ganze hält nicht, okay. Wenn ich jetzt aber da verstärkte Straßen hinmache, wäre das doch ein Versuch wert, oder? So, mal testen. Oh Gott, wo ist es denn jetzt gebrochen? Schon wieder da? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich will doch daran jetzt erstmal gar nichts machen. So, jetzt können wir weitermachen. Also, das Ganze hält. Dann müssen wir das Ganze noch einmal kopieren für die andere Seite, aber das ist ja wohl gar kein Problem. Also, einmal so, kopieren, flippen und Trommelwirbel, zack. Ja, es sieht tatsächlich gar nicht mal so spektakulär aus. Naja, mal gucken. Ja gut. Also, wenn man so hohl ist und den Ankerpunkt nicht mal in zwei teilt, dann kann das ja nichts geben. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Let's go. Also, hier ist meine Brücke. Die klappt sich jetzt einfach sowas von übelst hoch. Da kann man sogar mit dem Kreuzfahrtschiff durchfahren, oder? Ey, das ist krass. Ja gut, das Timing ist jetzt nicht so ganz gut optimiert. Aber da lässt sich doch was machen. Okay, dann möchte ich noch ein gelbes U-Boot. Dann möchte ich ein Piratenschiff. So, und dann möchte ich noch ein Dampfer. Die Schiffe sollten im besten Fall alle auf einmal kommen. Zumindest so ganz grob, dass ich drei so packen habe mit Schiffen. Oder zwei, passt auch. Genau, also ich überlege nochmal kurz. Erst kommt Hydraulik, fährt das Ding hoch. Dann müssen die Schiffe kommen. Genau, und dann kämen die Autos. Das ist aber falsch, denn erst muss das Ganze wieder runterklappen. So sieht das Ganze jetzt aus. So, also einmal let's go. Ich bin gespannt. Erstmal klappt das Ganze hoch. Genau. Dann kommt gefühlt die halbe Nordsee gefahren. Och, was ist denn mit dem Schiff passiert? Das ist ja gekentert worden. Also nochmal, da klappt das Ganze nach oben. Dann kommen die ganzen Schiffe von der Nordsee. Aber das Speedboot war ein bisschen langsam. Wenn ich das mal schneller mache, wie geht denn das? Hier, Geschwindigkeit. Gönnen wir uns einfach mal das Maximum. Und das wäre, ich weiß es gar nicht, 100? Ja, genau, 100. Okay, ich bin gespannt. Let's go. Da fährt das Ganze nach oben. Dann warten wir auf die ganzen Schiffe von der Nordsee. Jo, wo siehst du dies? Das war aber schnell. Man hat es ja kaum wahrgenommen. Okay, da kommen die Piraten von der Nordsee. Genau, jetzt das Flugzeug. Und die beiden, ey, das ist ja voll geil. Maximale Belastung 88,1. Das passt mir aber gar nicht. Das ist doch gar nicht mal so schwer alles. Vielleicht mache ich wirklich noch ein Seil, was hier so den stützt. So, dann mal gucken. Das Ganze klappt hoch. Dann kommt die halbe Nordsee. Dann klappt das runter. Und da kommen die Karren. 70%, 80%. Ach ja, das ist schon recht knapp. Aber wir können es auch mal testen. Und zwar bin ich zufrieden, wenn da ein LKW drüber schafft. Also holen wir uns mal flott ein LKW. Oder nee, noch besser, wir nehmen einen Schulbus. Ist ja viel geiler. Okay, mein blödes Abo mal wieder ein bisschen weg. Das stört. Dann kommt hier der Bus. Der ist am Ende nach den ganzen Autos. Und dann let's go. Erstmal klappt das Ganze hoch, wie immer. Dann kommt die halbe Nordsee. So, da kommen meine ganzen Autos. Über die Autobahn. Geil. Das ist richtig geil. So, und jetzt am Ende kommt der Schulbus. Und wenn es der schafft, dann bin ich glücklich. Also, da kommt er. Belastung. 80%.
Es wird aber auch nicht mehr, muss man sagen. Das ist ja positiv. Ja, nice. Das ist ja mal gar kein Problem. Ja, super. Da haben wir jetzt echt eine richtig geile Autobahnbrücke gebaut, wo sogar noch richtig viel Verkehr ist. Also ein Flugzeug fliegt da, dann mehrere Schiffe. Das ist doch schön. Ja, falls du eine Idee hast, was ich mal irgendwie aus Hydraulik zusammenbauen soll, dann schreib das bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr über Vorschläge, denn zurzeit fallen mir irgendwie kaum welche ein. Ich habe ja schon mal ein Parkhaus gebaut, dann eine Brücke, die sich einrollt. Da waren schon echt geile Ideen dabei. Aber irgendwie brauche ich mittlerweile mal neue. So Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten, da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.